Ja, guten Morgen, meine Lieben. Wir sind noch in Nong Bot. Wir haben jetzt schnell mal geduscht, weil sie stellen wohl den Strom wieder ab. Die sind an den Leitungen am Arbeiten. Gestern war plötzlich kein Strom mehr da. Das heißt, mein Filter konnte nicht laufen. Vor allen Dingen aber hier die Luft, die in den Teich geblasen wird. Und als wir abends zurückkamen, sind ungefähr 30 Fische an der Oberfläche geschwommen. Haben wir nur noch ein Loch buddeln können. Ich habe jetzt noch 6 Fische hier drin. Ja. Und mein Mann hatte einen Fisch auf dem Markt gekauft zum Essen. Ich sage, nee, ein Fisch esse ich heute kein. Oh mein Gott. Ja, das passiert. Hier haben wir jetzt einen Fachmann organisiert. Ein Allrounder, der auf jeden Fall mehr Ahnung hat von Wasserverlegen wie unser Chef in unser Bauleiter. Ich habe ja gestern unserem Bauleiter dann noch Geld überwiesen, ein Teil. Ja, da war er glücklich, da hat er mir die Schulter getätschelt. Heute will er uns Essen mitbringen. Ja, plötzlich war er wieder freundlich. Ja, ohne Moos, nichts los. Aber okay, er soll seine Leute bezahlen können. Er hat hier schon einiges für uns gearbeitet. Er geht jetzt die Pumpe kaufen, übrigens, die Okrim mir empfohlen hat. Vielen Dank dafür. Die von Stiebel Eltron. Und dann werden wir auch genug Wasserdruck haben. Ja, und er macht sie auch. Er geht sie kaufen und installiert sie. Und ja, der andere, der hat von Beton vielleicht Ahnung, aber keine Ahnung von irgendwelchen Badezimmern. Wir sind da nicht besonders glücklich, aber was will man machen? Ja, und heute Nacht hat es geschüttet, es steht überall Wasser und jetzt ist der Himmel schön blau mit so ein paar Wölkchen. Ach. Ja, ich habe gestern Autos sauber gemacht. Das wird dann heute wieder so richtig voll Matsche werden. Schaut euch das mal an. Da steht überall. Ja. Gott sei Dank. Ich denke, gleich stellen die wieder den Strom ab. Aber die paar Fische, die jetzt noch drin sind, die müssten dann das überleben. Ich habe alles die ganze Zeit laufen. Ich meine, das läuft sowieso rund um die Uhr, die Pumpe und der Luft in den Teich. Hier sind wir auf gepackten Koffern. Da steht überall irgendwas rum. Oh, der Drucker versinkt im Karton, sehe ich gerade. Ja, ich muss mein Handy aufladen, weil gleich gibt es keinen Strom mehr. Ja, meine Lieben, und dann sind wir wieder im Global. Und guckt mal, die haben auch für behinderte Sachen, für festzumachen, es gibt hier alles. Und die Dirmel sind zu blöd, um ein Bad einzurichten. Also, der hatte ja unter der Halbschale, unter dem Waschbecken, hatte der 3 Schichten Silikon aufgefüllt. Dann hatte er da Holzstücke oder Fliesenteile und dann nochmal Silikon und dann von außen schön verschmiert und festgeschmiert und natürlich 5 cm schief daneben. Ja. Da fehlen einem die Worte. Keine Ahnung, sich aber auch nicht informieren. Der hätte nur hier hinfahren müssen. Hätte er sich das mal angucken können. Hier, ich zeige euch das einfach nur mal. Es gibt hier alles. Natürlich sind die Wasserhähne hier anders wie bei uns. Das ist aber egal. Man kann sie trotzdem anbringen und man kann sie gerade anbringen. Es gibt nämlich solche Teile dafür. Sehe ich gerade. Da schraubt man die rein und dann ist das auch richtig mittig. Ach, komm.
Hier kann man die Verschraubung auch von unten sehen. Ja, vielleicht nicht unbedingt so wie bei uns. Ich weiß es gar nicht, weil ich schon ewig sowas nicht mehr montiert habe. Aber es kann festgemacht werden, es kann halten und nicht so ein Gewackele, wie der uns fabriziert hat. Und mein Wasserhahn, der hat ja gewackelt, das war ja nicht mehr schön. Ja. So, jetzt habe ich mich genug aufgeregt. Wir wollen eigentlich die Wasserpumpe kaufen, dass wir Druck im Haus haben, damit man endlich mal auch alles testen kann. Wie gesagt, wir haben da einen an der Hand, den kennen wir jetzt schon etwas. Der macht uns das jetzt, dann bezahlen wir das extra. Das ist mir auch egal. Aber unser Bauleiter verdient an mir nichts mehr. Also mit dem Bad hat er ja die Krönung abgegeben. In diesem Sinne, ich suche eigentlich was, aber das habe ich jetzt noch nicht gefunden. Vielleicht kommt's hier. Ja, da ist es ja schon. Genau der Flur, der letzte, den ich gehen wollte. Ich schaue mich nämlich um nach einem Seifen- und Shampoo-Spender. Elektrisch. Ohne Knopfdruck. Ja, das kommt jetzt alles in aller Ruhe. Ja, meine Lieben, da sind wir jetzt in den Regalen für die blauen Teile. Blaue Teile in Thailand, Wasser. Und wir haben uns dann für ein anderes Modell entscheiden müssen. Ich hoffe, das ist die richtige Wahl. Wir nehmen hier diese 350er Automatikpumpe von Hitachi, weil Stiebel Eltron haben sie nicht. Und ja, Mitsubishi wollte ich nicht. Das sind so die Standarddinger. Ich hoffe, dass wir da jetzt das Richtige gekauft haben. Ich habe gesehen, hier haben sie auch Tauchpumpen und alles. Wenn ich den Gartenteich dann mache für die Kois, weiß ich auch, wo ich die Sachen hole. Ja, ich zeige euch nachher nochmal weiter. Er hat ja unser Kloabgang im rechten Winkel gemacht. Siehe da, es gibt auch andere Winkel. Ja, ja. Wasserschlauch habe ich auch noch gerade gekauft und Gardena Stecksystem heißt hier Plus. Das wird jetzt alles gescannt. Und dann hoffen wir, dass das funktioniert. Der Chefeinkäufer guckt schon mal Prospekte und informiert sich. Ich rede jetzt nicht so laut. Ja. Und der freundliche Herr hier hat uns gut bedient, muss ich sagen. Ja, Schwiegermutter soll nicht schwer arbeiten. Ach, sie macht einen Graben, dass das Wasser wegläuft. Ja, aber sie soll nicht schwer arbeiten. Ich habe ihr gestern schon mal Geld gegeben für ihre Arbeit, die sie die ganze Zeit macht und aufpasst und uns unterstützt. So, dann schauen wir uns mal das Desaster an. Ach, Nampan, heute ist ja Sonntag. Nampan, hallo! Ja, die Fliese war auch kaputt. Die hat er jetzt hier rausgestemmt. Und die zwei sind am Lachen mit dem Waschbecken. Na, der Siphon hängt auch. Vergiss es, vergiss es, vergiss es. Ja, die Lampe ist auch bald montiert. Tageswerk. Er hat uns heute Essen mitgebracht.
Ja, meine Lieben, es ist heiß, es geht ein bisschen Luft und ansonsten sitze ich hier und warte, dass der Sonntag rumgeht. Morgen fahre ich zur Ausländerbehörde, zur Immigration. Dann müssen wir noch irgendeinem Tempel irgendein Wasser für Schwiegermutter abholen. Sie fährt da mit. Ja, das sind so die Tage. Und wer weiß, ob wir dann wieder anbauen müssen, weil hier steht ja noch die Pumpe und alles. Ach, lieber Gott. Die Hannenzeit. Das glaubst du nicht. Ein Glück, dass die Löhne so gering sind. Ja, meine Lieben, ich denke, ich mache dieses Video hier zu Ende. Das dauert noch. Und Pumpe installieren, das mache ich dann in extra Video. Sonst wird es einfach zu lang. Und ich glaube, das wird heute eh nichts mehr, so wie sich die Wolken zusammenziehen. Aber es ist ja nicht schlimm. Wir duschen hier ja noch nicht. Dann wird es halt übermorgen gemacht, weil morgen sind wir nicht hier. In diesem Sinne, ciao, ciao, macht's gut, schönen Sonntag. Abonniert den Kanal und wer die Kosten wissen möchte, 3,33 Euro. Übrigens 50 Cent sind für PayPal. Also gerne unten in die Infobox schauen. Vielen Dank. Tschüss.